Rocketman Kenny Gibson eröffnete das diesjährige Berner Turnier im Wankdorf. Rund 8000 Zuschauer freuten sich zu diesem Zeitpunkt über die geglückte Landung. Dass Namen Schall und Rauch sind, das wurde rasch wieder einmal deutlich, denn die Brasilianer hier in der Abwehr begannen sehr lässig, ließen sich überhaupt auf keine Zweikämpfe ein. Und so dominierten denn eigentlich die Berner von Beginn weg, die Berner, die mit mehr Ernst und Einsatz bei der Sache waren. Die 10. Spielminute. Lunde. Sie weg, findet keine Schussmöglichkeit, legte den Ball zurück zu Pritz. Und die 2. Torchance für die Berner. Renato, einer der Großen im Team, aber heute Abend nur vom Namen her, spielerisch enttäuscht er. Tele Santana, der brasilianische Trainer, hat ja auf ihn verzichtet, hat ihn nicht mitgenommen nach Mexiko. Die 26. Minute, ein Schuss von Lunde, ungenügend abgewehrt. Sivek drückte den Ball vollends über die Linie zum 1:0 für die Berner. Dieses Resultat hatte 10 Minuten Bestand, dann führte ein Fehler in der Berner Abwehr zum Ausgleich. Torschütze Caio Junior. Und Sie sehen den Spieler mit der Nummer 10 in Offside-Position. Dies wurde aber vom Schiedsrichter nicht geahndet, weil der Spieler nicht ins Geschehen eingriff. Der Treffer zählte 1:1, 9 Minuten vor der Pause. Etwas mehr als eine Stunde gespielt zu diesem Zeitpunkt. Eine Vorlage von Renato für den Torschützen Caio Junior. Hier haben Sie Renato noch einmal. Und meistens verlor er die direkten Zweikämpfe. Die Brasilianer dominierten jetzt etwas in der feuchtwarmen Hitze. Man wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, ob sich die Berner etwas übernommen hätten in der ersten Halbzeit. Eine gute Vorlage von Buonamico. Ein Foul von Renato war das, aber das wurde nicht gepfiffen. Aber Renato brachte den Ball doch nicht ins Tor. Vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit, ist man versucht zu sagen. Dies war in der 71. Spielminute. Und wir sehen dieses Duell noch einmal. Renato verliert den Zweikampf gegen die beiden Berner. Eine Viertelstunde vor Schluss im Spiel jetzt auch René Sutter. Der glänzte mit schönen, getimten Flanken. Gons an den Pfosten und im Nachschuss spedierte Jaitziner den Ball ins Tor zum 2:1 für die Berner. Die Wiederholung. Bamert spielte Gons an. Gefühlvoll hob Gons den Ball über den Torhüter weg. Jaitziner traf das Tor. Treibende Kraft im Mittelfeld, wie immer bei den Bernern, Pritz. Wieder eine Flanke von Sutter. Pritz. Bammert, kein Offside, obwohl die Brasilianer da reklamierten. Und das war eine gute Chance zum 3:1, aber es blieb beim Ein-Tore-Vorsprung der Berner. Sutter. Lunde und Gons wurde gestört im letzten Moment. Es blieb beim 2:1 für die Young Boys. Inzwischen war dann das Publikum angewachsen bis auf 18.000 Zuschauer und wir sehen noch einmal diese letzte Torchance für die Berner.
Das Publikum, 21.500 an der Zahl, hielt zu seiner Mannschaft, brauchte aber gegen die Nationalmannschaft nicht zu pfeifen diesmal, denn beide Teams legten gleich ein weit forscheres Tempo vor als die Holländer und Brasilianer im Vorspiel. 5 Änderungen gab es bei der Nationalmannschaft. Suser und China bildeten heute Abend das Angriffsduo. Der zweifache Torschütze vom Dienstag, Halter, war vorerst Ersatz. Ins Team kam auch Wehrli. Schallibaum und Breggi waren ebenfalls diesmal von Anfang an dabei. Die erste Torchance erspielte sich die Nationalmannschaft in der 5. Minute nach diesem Schuss von China. Bei den Young Boys spielten Sutter und Brönnimann anstelle von Meier und Baumann. In der Verteidigung der Nationalmannschaft bildeten Egli und Wehrli das Duo in der Mitte. Rief spielte rechts anstelle von Botteron und Schallibaum links. Sulse nach wie vor stark im Dribbling. Gili. Egli rückt mit auf. Wird angespielt von Schallibaum. Und schon hier sehen Sie, dass da anders gekämpft wurde als im Vorspiel. Fast das erste Tor durch China. In Verlegenheit geriet die Nationalmannschaftsverteidigung erstmals in der 26. Minute, als sich nach einem Corner Lundes niemand für den aufgerückten Brönnimann verantwortlich fühlte. Wie gefährlich diese Situation war, verdeutlicht die Wiederholung. Beide Mannschaften gefielen weiterhin mit ihrem Körpereinsatz. Und das durfte man ruhig auch erwarten, das lohnten die Zuschauer des Öfteren mit Applaus. Denn in 10 Tagen beginnt ja schließlich die Meisterschaft. Insofern bildete dieses Turnier für die beteiligten Mannschaften natürlich eine ausgezeichnete Spielgelegenheit. Geiger. Breggi. Dann auch Hermann und Gili im Mittelfeld. Sulzer startet rechts. Schön sein Dribbling. Und China vollendet 1:0 für die Nationalmannschaft. Sulzer leistete zu diesem Treffer ausgezeichnete Vorarbeit. Sandspiel von Geiger auf Sulzer. Und jetzt sehen Sie, wie sich hinten links China etwas absetzt von Witwe und das 1:0 erzielt. Mit zum Faszinieren in diesem Spiel gehörten die Duelle zwischen Lunde und Egli. Hier spekulierte Lunde wohl auf einen Penalty und zog sich dabei den Zorn Eglis zu, der diesmal wirklich nicht gestoßen hatte, sondern nur die Hand draußen hielt. Lunde hatte sich vorzeitig fallen lassen. Hier kommt die Wiederholung. Hier sehen Sie es. Besteht nur ein Handkontakt zwischen den beiden. Lund erreichte diesen Ball nicht mehr. Dann startete noch einmal Kenny Gibson an diesem Turnier mit dem Düsenrucksack.
immer wieder etwas Spektakuläres. Ein etwas kurzer Hüpfer diesmal, aber wiederum geglückt. Eins zu null für die Nationalmannschaft, also zur Pause. Und für die zweiten 45 Minuten blieben Gili und Egli in der Kabine. Bickel und Inalbon, der nun zusammen mit Wehrli die Innenverteidigung bildete, ersetzten die beiden. Die Young Boys tauschten Siebeck gegen Meier aus und gefiel weiterhin in kämpferischer Hinsicht. Im Abschluss jedoch wollte es nicht klappen und daran war sicherlich nicht nur der Regen schuld, der jetzt eingesetzt hatte. Aber, und das war erfreulich, die Berner gaben nie auf, in keiner Phase. Sie zeigten mit jeder Aktion, dass sie gewillt waren, wenn irgendwie möglich, diesen Rückstand noch wettzumachen. Dann erinnerte ein Fan daran, dass der 1. August nahe ist und Lunde wurde dabei um seinen Vorteil geprellt. Freistoß für die Young Boys. Pritz legte sich den Ball zurecht. Stehende Bälle war das Thema der Trainertagung, das Nationalmannschaftstrainer Jean Dupeu mit den Nationalliga-Trainern abgehalten hatte, ob man hier etwas lernen konnte. Brunner aufmerksam, wie immer. Und noch einmal die Wiederholung des Schusses von Pritz. Auch die Tatsache, dass Halter Verteidiger Rief ersetzte, änderte nichts daran, dass das Spiel etwas abflachte. Sulse und Halter spielten nun vorne, China zog sich etwas zurück. Man traute den Young Boys aber nach wie vor jederzeit zu, dass sie den Ausgleich noch schaffen konnten. Inzwischen stehen wir in der 74. Spielminute. Ein idealer Pass für Witwe. Und da war, glaube ich, sogar die Latte mit im Spiel. Das werden wir vielleicht in der Wiederholung deutlicher sehen. Genau richtig der Pass in der Länge. Witwe hatte Pech mit seinem Schuss. Zwei Minuten später. Das Publikum spürte auch, dass seine Mannschaft nicht aufsteckte. Es war den Young Boys wieder Rückhalt und spornte sie an. Kopfball von Brönnimann. Brunner war etwas spät aus dem Tor gelaufen. Sechs Minuten nun noch bis zum Ende dieser Partie. Nach wie vor führt die Nationalmannschaft. Ein Fehlpass von Bickel, Lunde. Lunde im Alleingang, der vielbejubelte Ausgleich zum 1:1. Was man lange Zeit spüren konnte, wurde Tatsache. Die Young Boys glichen gegen die Nationalmannschaft aus. Dieser Treffer war sicherlich aufgrund der kämpferischen Einstellung der Berner verdient. Noch einmal der fatale Fehlpass, der lange Rückpass von Bickel genau in die Füße von Lunde, der einen Pass zur Mitte antäuschte, dann aber selber schoss und das 1:1 erzielte. Jetzt kam natürlich Spannung auf für die letzten fünf Minuten.
Bei diesem Spielstand käme es zu einem Penaltyschießen. Pritz. Kompromisslos jetzt der Einsatz auf beiden Seiten wie bei einem Meisterschaftsspiel. Sulzer verliert den Ball, 85. Minute. Brönnimann mit letztem Einsatz. Pritz und Tor, 2:1. Das war der Sieg für die Young Boys, die damit zum dritten Erfolg nach 1981 und 82 in diesem internationalen Turnier kommen. Fazit, die Young Boys sind gut gerüstet für die kommende Meisterschaft, die am Wochenende des 9. und 10. August beginnt. Die Nationalmannschaft belegt an diesem Turnier den 2. Platz. Sie vergab einen Sieg in der 2. Halbzeit. Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Stadion Wankdorf, wo zum ersten Mal in der Geschichte des Schweizer Fußballs der Supercup zur Austragung kommt. Man will damit eine Tradition begründen, die in England schon seit vielen Jahren besteht, nämlich eine Woche vor Meisterschaftsbeginn jeweils das Spiel zwischen dem Schweizer Meister und dem Schweizer Cupsieger. Und das sind natürlich in dieser Saison jetzt die Young Boys als Meister und der FC Sitten als Schweizer Cupsieger. Das Wetter, wie bei Ihnen zu Hause vermutlich auch, heiß, sommerlich heiß. Und das hat bestimmt auch auf den Zuschaueraufmarsch gedrückt. Es sind im Augenblick vielleicht 5000 Zuschauer anwesend hier im Wankdorfstadion. Die beiden Mannschaften betreten das Feld. Schiedsrichter Peduzzi in der Mitte. Er ist der Leiter dieses Finalspieles. Die Young Boys in Gelb-Schwarz, angeführt von ihrem Kapitän Goss. Und der FC Sitten in Rot und Weiß, angeführt von Kapitän Lopez. Der Erlös dieser Partie, hoffentlich ist er doch noch ansehnlich, auch wenn der Zuschaueraufmarsch nicht sehr groß ist. Er kommt der Schweizer Hungerhilfe zugute. Ein Wohltätigkeitsspiel also heute hier im Wankdorfstadion. Und das Ziel der Schweizer Hungerhilfe ist es, für die Wasserversorgung in den Ländern Niger, Senegal, Mauretanien und Mali mindestens teilweise zu sorgen. Links die Mannschaft des FC Sitten, rechts die Berner Young Boys. Und es folgt jetzt die Nationalhymne. Und jetzt Nationalhymne, intoniert von der Musikgesellschaft Valladolid. Der Spieler ist nicht etwa eine Neuakquisition des FC Sitten oder der Berner Young Boys. Sie ist die Dame, die den Anstoß ausführen wird in diesem ersten Supercup-Final. Evelyn Glanzmann, ihres Zeichens Miss Schweiz 1986. Die Mannschaftsaufstellungen, die Berner Young Boys, im Augenblick rechts im Bild, mit Zurbuchen, Baumann, Weber, Gons,
Bammer Zuffi also dabei. Sein Einsatz war fraglich. Er war ja verletzt im Vorfeld dieser Meisterschaft. Dann Jeitzinner, die Neuerwerbung aus Basel, Britz, Meier, Lunde und Witwer. Pokalsieger Sitten muss auf seinen marokkanischen Star Boudarballah verzichten. Er ist am Knie operiert worden, ist noch nicht fit und noch nicht dabei. Auch Biffaretti und Fournier fehlen. Es kommen also diese elf zum Einsatz im Tor. Pitié, dann Oliviere, Rojevic, der neue Jugoslawe beim FC Sitten, Ballet, Sautier, Lopez, Debonair, Bregi, der zurückgekehrt ist nach Sitten. Er spielte ja 2 Jahre bei den Berner Young Boys, Bricker, Bove und China. Und jetzt ist an und für sich alles bereit, um diesen Supercup 1986 zu eröffnen. Wie gesagt, eine Tradition soll begründet werden, eine Tradition ähnlich wie in England. In England wird das Spiel Charity Shield genannt und es wird gespielt seit 1908. Und der erste Sieger in diesem Spezialwettbewerb in England war 1908 Manchester United, das 4:0 gewonnen hat gegen die Queen's Park Rangers. Und in 90 Minuten wissen wir, wer der erste Supercup-Sieger im Schweizer Fußball sein wird, die Young Boys oder der FC Sitten. Steht es unentschieden nach 90 Minuten hier heute im Wankdorfstadion, kommt es ohne Verlängerung direkt zum Penaltyschießen. Torhüter Pitié. Er wirft den Ball zu Ballet, Alain Ballet, ein Spezialist in Cup-Finals. Die Sittener haben ja 5-mal im Schweizer Cup-Final gestanden bis jetzt und sie haben 5-mal gewonnen und nicht weniger als 3 Tore in den letzten beiden Cup-Finals des FC Sitten hat Alain Ballet, der Verteidiger, erzielt. Im Ballbesitz die Berner mit Weber. Der Partie nach 1,5 Minuten. Die Berner Young Boys haben ja hier am vergangenen Donnerstag auf demselben Rasen die Schweizer Nationalmannschaft mit 2:1 geschlagen. Dass das Spiel übrigens in Bern gespielt wird, das muss nicht unbedingt so sein in Zukunft. Die Nationalliga als Organisator, Achtung, Britz. Jeitzinner, Britz, Abstoß bei Pitié. Die Nationalliga, wollte ich sagen, hat nicht bestimmt, dass ähnlich wie der Schweizer Cup-Final diese Partie immer in Bern gespielt werden muss. Die Spielorte können wechseln und es ist mehr oder weniger ein Zufall, dass jetzt in Bern gespielt wird. Als Heimclub sind ja die Berner Young Boys vielleicht ein bisschen bevorteilt. Aber das kommt daher, dass zum Beispiel in Lausanne, in Basel und in Zürich im Hardturmstadion die Rasenspielfelder erneuert worden sind und dort noch nicht gespielt werden kann. Bregi im Kampf gegen Baumann. Foul von Baumann. Bregi hat sein erstes Duell mit seinem alten gegen seinen ehemaligen Club mindestens halb gewonnen. Baumann musste zu einem Foul Zuflucht nehmen. Zurbuchen spielt jetzt gegen die Sonne. Und vorn war natürlich jetzt wieder Balle, der Verteidiger, der Kopfballspezialist in Sachen Cup-Finals. China, Bregi. Zu steil für Bricker. Vorsichtiger Aufbau über Weber, Kapitän Gons, Bammert,
Verteidiger Baumann geht damit nach vorn. Die Nummer 3, Sie konnten ihn links außen erkennen. Bammert, Weber kommt mit. Sämtliche Feldspieler in der Platzhälfte der Walliser jetzt. Witwer, Jeitziner, gestört von Bricker. Pritz, er verfügt über einen guten Schuss. Baumann verliert den Ball an China. Sautier, die Nummer 5 der Sitzender, die Entdeckung der vergangenen Saison, abseits. Schiedsrichter Peduzzi hat es gesehen, lässt aber weiterspielen, da die Berner in Ballbesitz gekommen sind. Gons. Zuffi. Eine gute Flanke von Zuffi auf Lunde. Debonair hat da mit Ruhe und Übersicht vorläufig geklärt. China. Lopez. Offside. Die Offside-Falle hat gut funktioniert bei den Young Boys. Weber und Witwer sind nach vorne gespurtet und schon stand Bricker im Abseits. Kein Abseits aber von Lunde. Pitier hat aufgepasst. Die Temperatur sicher gegen 30 Grad im Schatten. Das Tempo wird wohl kaum allzu hoch bleiben. Ball von Ballet. Und aus der Reaktion des Publikums können Sie entnehmen, dass doch auch etliche Anhänger der Walliser mitgereist sein müssen. Beim Ball Pritz mit der Nummer 10. Jeitziner, Witwer, Baumann, Lunde, ein sehr trippelstarker Mann, der Däne, Fritz, Offside, Abseitsposition von Zuffi. Zuffi muss aufpassen, dass er den Ball nach dem Pfiff des Schiedsrichters nicht mehr wegspielt. Denn am Schiedsrichterkurs am letzten Mittwoch-Donnerstag in Weinfelden, da hat Schiedsrichterchef Scheurer ganz eindeutig verlangt von seinen Nationalliga-Schiedsrichtern, dass sie dies nicht mehr dulden dürfen. Dass ein Spieler den Ball nach dem Pfiff des Schiedsrichters noch wegspielt oder auch einfach verzögern will, dass der Mann, dem der Freistoß zugesprochen worden ist, nicht sofort ausführen kann. Zwei Sturmspitzen bei Sitten, wie gewohnt also, schon in der letzten Saison war dies ja zu beobachten. China und Bricker. China. Lopez. Kein Abseits diesmal. Sehr gut mitgekommen ist da Rojevic. Slobodan Rojevic. Hier haben Sie ihn im Bild. Das ist der neue Mann beim FC Sitten. Er kommt von Partizan Belgrad und ist 28 Jahre alt. Freistoß zugunsten der Berner. Gespielt sind gut 8 Minuten, unentschieden 0:0. Lunde wird den Freistoß ausführen. Bammert, der Großgewachsene, geht nach vorn. Auch Weber ist jetzt vorn im Strafraum. Sautier sichert nach hinten ab.
Iris Sautier. Keine extreme Abseitsfalle also bei den Sittenen. Sautier Staffel zurück und sichert 5-6 Meter hinter Ballet den Raum in die Tiefe ab. Ballet, China. Ballet geht mit nach vorn. Vorne in der Mitte allein, Bricker gegen drei Berner. Da hat er keine Chance. Die Young Boys bewiesen im Turnier Dienstag und Donnerstag, dass sie schon recht gut in Form sind. Sie besiegten den holländischen Meister. Und jetzt versuchen sie es gegen den Cup-Sieger. Wobei die Berner natürlich nicht gegen den holländischen Meister gewannen, sondern zuerst gegen Porto Alegre aus Brasilien. Hier haben sie Donze im Bild gehabt, den Trainer der Sittener. Und dann eben, ich sagte es schon einmal, gegen die Schweizer Nationalmannschaft mit 2-1 im Finale. Nach einem 0-1 Rückstand. Trainer Manziara, wenn man mit ihm spricht, ist denn auch recht zufrieden in Sachen Vorbereitungsarbeit seiner Mannschaft. Zweiter Corner zugunsten der Sittener. Zugunsten der Berner natürlich. Verschuldet von den Sittenern. Und Sie sehen, dass es hier heiß sein muss im Wankdorf. Unten keine Zuschauer auf der Rampe, aber oben im Schatten, da sitzen sie jetzt doch rechts gedrängt hinter dem Tor von Pitier. Vielleicht 6.000 jetzt im Stadion. Und Tor. Torschütze Zuffi mit dem Kopf. Auf Flanke von Lunde. Gespielt sind 11 Minuten. Hier kommt die Flanke von Lunde. Mit Einwärtsstrahl getreten, von rechts mit dem linken Fuß. Zuffi springt im genau richtigen Augenblick hoch und Pitier, der Torhüter, hat da nicht sehr gut ausgesehen. China, Rojevic, Fritz hilft hinten aus, Jaitziner, gutes Direktspiel der Berner, Jaitziner, wieder Zuffi, Weber, ein bisschen zu hoch, das Zuspiel von Zuffi auf Weber. Sonst hätte dieser den Ball schneller kontrollieren können. Freistoß durch Lunde. Von Bammert an Torhüter Pitier. Schlimm war das nicht, denn Bammert hat kein Knie angezogen, nichts, es bestand keine Verletzungsgefahr für den Torhüter. Debonair, China, Lopez, ganz klar, 3 Meter im Abseits, Dominik China. Die Automatismen funktionieren gut bei den Berlern. Zuffi. So
Trottier hat da noch seinen Fuß reinhalten können und den Ball ablocken können nach dem Schuss von Zuffi. Das Spiel der Berner direkter, zielstrebiger. Sie führen ja auch mit 1-0. Rojevic, der links in der Position des Außenverteidigers spielt, der aber gern mit nach vorn kommt. Zurbogen mit angezogenem Knie gegen Bricker. Wieder ein guter Steilpass, noch abgelenkt von Re-Einwurf für die Berner. Eine knappe Viertelstunde ist jetzt gespielt, die Young Boys führen 1-0. Niemandsland, in Sachen Gelb-Schwarz, dieser Steilpass von Baumann. Wenig Bewegung im Spiel der Walliser. Der Ballführende hat Probleme, einen freistehenden Kollegen anspielen zu können. Bricker hat jetzt auf links außen gewechselt. Weber, Fritz, Offside. Blitzschnell ist die Abwehrreihe der Walliser nach vorn gegangen, 4-5 Meter nach vorn gespurtet und schon standen Zuffi und auch Lunde im Abseits. Zum 11. Mal sind die Young Boys vergangene Saison Meister geworden. Nach einer fantastischen Serie von 4 Titeln, 57, 58, 59, 60, mussten sie sich gedulden bis 86 abseits von Jaitiner, bis sie zu ihrem 11. Titel gekommen sind, der ihnen jetzt auch die Berechtigung gibt, diesen Supercup zu spielen. Die Walliser holten sich die Qualifikation für diesen Supercup mit dem Sieg im Schweizer Cup. Sie besiegten am Pfingstmontag hier im Bankdorfstadion Servette 3-1. Es war ihr 5. Pokalsieg in der 5. Finalbeteiligung. Rojevic. Meister sind die Walliser noch nie gewesen in der Nationalliga A. Soutier. Wechsel zu Lopez. China. Bonvin gegen Jaitiner. Bricker gegen Weber und Abstoß bei Zurbuch. Mit nur 6.000 Zuschauern in diesem großen Stadion fehlt heute natürlich etwas die Stimmung. Wie sie eigentlich einem Spiel, das Supercup heißt, angemessen wäre. Verteidiger, kleines Missverständnis mit Zuffi. Re hat freie Bahn. Laufduell zwischen Re und Weber bleibt Sieger. Die Berner wirken in den Zweikämpfen entschlossen.
selbstsicherer. Groß, Fritz, Zuffi startet, ein guter Pass, ein ausgezeichneter Pass war das von Fritz auf Zuffi. Fritz, und Glück für Pitié, dass es hier nur zum Eckball kommt. Die Berner sind schon recht gut in Form. Fritz wirkt oft etwas schwerfällig, aber er versteht es, das Spiel schnell zu machen und die Bälle sehr gut zu verteilen. Witwer. Und jetzt eine Kontermöglichkeit für die Walliser. Bricker. Bovin, Bricker, Rojevic. Debonair ist das, nicht Rojevic. Aber so kann man natürlich Zurbuchen nicht aus der Ruhe bringen. Zurbuchen, der ja von Zürich nach Bern wechselte. In Zürich war er jahrelang die Nummer 2 hinter Karl Gropp. Und inzwischen ist er ins Kader der Nationalmannschaft aufgerückt als IB-Hüter. Kein Abseits von Baumann, er ist im richtigen Augenblick gestartet und auch im richtigen Moment angespielt worden. Einwurf für die Berner. Nein, doch für die Walliser. Bregi, Soutier, Rä, weit vorn gestört von Außenverteidiger Baumann. Foul von Meier. Die Nummer 11, Daniel Meier, der 22-jährige Newcomer. Er hat gestoßen gegen Balle. Bregi gegen Gons, Fall von Gons, Vorteil. Fritz. Gut, das Stellungsspiel diesmal von Ballet. Bovin gegen Witwer. Die Spieler sind erfreulicherweise doch mit großem Einsatz bei der Sache. Obwohl es für sie hier heute nicht um große Prämien geht, sondern um die Ehre, diesen ersten Schweizer Supercup zu gewinnen und um einen Pokal. Lopez, Bregi, Offside war das von Bricker, ganz klar. Bei der Ballabgabe, bevor der Berner den Ball berührte, war Bricker 2-3 Meter im Abseits. Eins zu null führen also die Young Boys nach 23 Minuten. Fritz, technisch perfekt, wie er das gemacht hat. Offside. Lunde ist in den letzten paar Minuten nicht mehr groß in Erscheinung getreten. Aber der Däne versteht es dann plötzlich im richtigen Augenblick am richtigen Ort aufzutauchen. Wieder abseits.
Publikum ist zwar nicht einverstanden, aber Meier war bei der Ballabgabe im Abseits. Bregi. Bricker. Bregi. Recht kompliziert das Spiel der Sittener. Lopez gestoßen, Freistoß für sich. Und für einmal jetzt sämtliche Feldspieler in der Platzhälfte der Berner. Freistoß indirekt. Lopez. Rojevic. Bovin. Zu steil für Bricker. So wie es im Augenblick aussieht, sind die Berner besser gerüstet für den Meisterschaftsstart am nächsten Wochenende als die Walliser. Wobei man noch betonen muss, dass eben bei den Wallisern Budderballa zum Beispiel fehlt, dann ist auch Biffaretti nicht dabei und es fehlt auch Fournier. Aber Budderballa, auch wenn er jetzt dann zurückkehren wird aus Marokko, er wird beim Meisterschaftsbeginn sicher nicht spielen können. Er ist am Knie operiert worden und man hat gehört, die Walliser haben ja Probleme überhaupt in Kontakt zu kommen mit ihrem Star. Man hat gehört im Wallis, dass mindestens mit 4 Wochen Rekonvaleszenzzeit gerechnet werden muss für Budderballa. Weber für Jaitziner. Der zu lange gezögert hat, Jaitziner, er hat nicht den direkten Weg zum Ball gewählt und deshalb Abstoß bei Pitje. Der Pass war gut von Weber. Bricker, Bregi, Offside von China und auch von Bricker. Und jetzt wendet jetzt Peduzzi die neue Weisung von Schiedsrichterchef Scheurer an. Er lässt es bei einer Ermahnung bleiben, hat aber Bricker angedeutet, beim nächsten Mal muss ich sie verwarnen. Die berühmte Geste hat er ihm gezeigt mit dem Griff zur linken Brusttasche. Britz gegen Jottier. Sautier, 20-jährig, aber ein ausgezeichneter Verteidiger, ein Libero, der bereits spielt, als würde er schon seit Jahren mit tun. Rojevic und er hat Pech. Pech für den Jugoslawen Slobodan Rojevic. Er ist schön durchgelaufen, ist auch gut angespielt worden. Er hat auch Zurbuchen überwunden, aber das Ziel um Zentimeter verpasst. Rojevic spricht kein Wort Deutsch, kein Wort Französisch. Er hat noch Verständigungsschwierigkeiten im Augenblick mit seinen Mannschaftskollegen. Aber man ist zuversichtlich beim FC Sitten, dass man diese Probleme bald aus dem Feld geräumt haben wird. Und wie sagt man so schön, wie betonen es Spieler und Trainer immer wieder, die Sprache des Fußballs ist international. Meier humpelt da leicht. Fünf Gelbe im Strafraum vor Pitje, Lunde, Bammert und Pitje. Startet der Jugoslawe, der Verteidiger auf links außen, gut, sein Direktspiel auf Bovin. Kein Offside. Rojevic gegen Weber.
Portugal ist, sie versuchen jetzt etwas Druck aufzusetzen. China. Lopez. Pregi. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Lunde glaubte sich da im Abseits und er hat einen Augenblick gestoppt und deshalb ist er jetzt gegen Pichet zu spät gekommen. Kein Abseits natürlich beim Einwurf, Lunde. Genau eine halbe Stunde ist jetzt gespielt. Die Berner Young Boys führen in diesem ersten Schweizer Supercup zwischen Meister und Cupsieger seit der 11. Minute mit 1:0. Bricker mit Lopez zusammen. Wieder kaum Bewegung im Angriff der Walliser. De Bonaire, Bricker gegen Bammert. Gonce, Zuffi, der noch einen Trainingsrückstand aufweist und der vielleicht ausgewechselt werden wird. Trainer Manciara ist sich noch nicht im Klaren, ob er zu viel über die ganzen 90 Minuten fordern soll. Bammert hat abgewehrt. Erster Corner zugunsten des FCC. Wieder kommt Balle in den gegnerischen Strafraum nach vorn. Dafür bleibt Debonair hinten. Und den Eckball tritt Pregi. In den letzten zwei Jahren in Diensten der Young Boys. Gut getreten war dieser Eckball von Pregi, aber Zurbuchen als ehemaliger Mannschaftskollege kennt natürlich die Spezialitäten von George Pregi. Rojevic, der bis jetzt einen guten Einstand gegeben hat hier im Wankdorf, auch mit diesem Zuspiel auf China, Bovin. Offside, China und Bricker wieder im Abseits. Die Zusammenarbeit bei den Bernern klappt ausgezeichnet hier im Defensivpart. Gut, sein Wechsel auf Bricker und vorderster Mann war in diesem Augenblick Balle. Ein kleiner Ansatz zu einem guten Direktspiel bei den Wallisern war das. Gut, Baumann gegen Bricker, Pregi, Debonair überlässt Bovin. Aber die Sturmspitzen in der Mitte sind gut markiert. Bammert spielt gegen Bricker und Weber gegen China. Trainer Donzé, sehr nachdenklich, der Sittentrainer.
früher war er Torhüter beim FC Sitz. Trainer ist er beim Cupsieger seit 1981. Lunde, sehr schön hat der hier Meier freigespielt. Freistoß für die Young Boys nach diesem Foul von Sotje. Diesmal wird Pritz den Freistoß treten. Aus einem sogenannten stehenden Ball, aus einem Eckball, ist ja in der 11. Minute der Führungstreffer der Berner entstanden. Dies ebenfalls von der rechten Seite. Jetzt also Freistoß für die Berner in der 35. Minute beim Spielstand von 1:0 und ausführen wird Pritz. Bammert kommt nicht an den Ball, aber Bammert hat aufgestützt. Freistoß diesmal zugunsten der abwehrenden Mannschaft. Sotier, die Nummer 5, der Walliser, links haben sie ihn am Bildrand. Jetzt kommt er im Ballbesitz. Für die Karriere eines internationalen Libero vielleicht etwas zu klein. Er hat nicht gerade ein Gardemaß aufzuweisen. Er verfügt aber über eine gute Technik, eine gute Übersicht, einen schnellen Antritt und schon recht viel Routine mit seinen 20 Jahren. Weber mit einem Schmalspur-Bodycheck, würde ich sagen, gegen Bovin. Aber für mich war die Körpercharge korrekt, Schulter gegen Schulter. Proteste natürlich der Walliser Zuschauer, aber es bleibt dabei, Schiedsrichter Peduzzi hat entschieden, hier Trainer Manziara mit Brille, Schiedsrichter Peduzzi hat entschieden, kein Foul, die Berner führen weiterhin 1:0. Balle. Einwurf durch Witwer. Witwer hat jetzt Pritz überlassen. Meier. Oh, bitte. Lopez. Zuschauerzahl 5500. Wieder Bovin gegen Weber. Und wieder toleriert Peduzzi die diesmal nicht ganz saubere Abwehrarbeit von Martin Weber. Sieben Minuten fehlen noch bis zur Pause. Viele spannende Torszenen gab es nicht zu sehen bis jetzt. Die Berner führen 1:0 und dies verdientermaßen. Die Berner haben die bessere Leistung gezeigt in dieser ersten Halbzeit. Auch wenn die Walliser durch Rojevic eigentlich zur klarsten Torchance der Partie gekommen sind.
Fritz. Und der Schiedsrichter entscheidet in die Gegenrichtung, also Foul von Fritz. Aber für mich hat eindeutig Pregi das Foulspiel begangen. Und jetzt 5 gegen 5. Fritz konnte nicht abspielen, denn seine Kollegen standen im Abseits, nachdem Sautier nach vorn gespurtet ist. Und er hat es deshalb allein versucht. Absolut richtigerweise. Offside von Zuffi. Mit Eigensinn hatte das überhaupt nichts zu tun, was da Fritz produziert hat. Er konnte nicht abspielen, er musste es alleine versuchen. Rojevic, wieder ein gutes Zuspiel von ihm für Bovin. Bammert. Einwurf, nicht etwa Eckball. Der Ball ist links von der Eckfahne ins Aus geflogen. Einwurf also. Nummer 10, Bovin. Die Berner Abwehr wieder auf einer Linie, aber kein Abseits diesmal. Pregi, Debonair steht frei. Weber, gefährliches Spiel von Weber. Mit gestrecktem Bein. Freistoß also für die Sittener. Und dies 3,5 Minuten vor der Pause bei einem Spielstand von 1:0 für die Berner. Hier sehen Sie es, mit gestrecktem Bein rutscht da Weber Richtung des Walliser Angreifers und absolut richtig, Freistoß hat Peduzzi entschieden. Konsequent verlangt Peduzzi die 9,15 Meter Abstand. Und jetzt Freistoß Pregi. Meier, in der Mitte ist vor nur Zuffi, Fritz, sehr schön für Bammert, technisch perfekt Bammert, das muss das 2:0 sein, jawohl. Da hat Bammert Zeit und Muße gehabt, sich den Ball zurechtzulegen, 43. Minute, Bammert, er bringt den Schweizer Meister mit 2:0 in Führung. Wunderschön das Anspiel von Pritz, sehr gekonnt, Bammert gegen Lopez. Dann schaut er noch, was Didier macht und er spielt das 2:0. Zum 2:0, Nummer 6, Bammert. Ein sehr schöner Treffer von Bammert. Bove. Bricker. Nicht schlecht, der Angriff der Walliser. Endlich einmal zielstrebig und schnell war dieser Angriff vorgetragen. Sonst viel zu viel Klein-Klein-Spiel auf Seiten der Walliser.
ähnlich wie die Nationalmannschaft hier am vergangenen Donnerstag. Viel Spiel im Mittelfeld mit Zuspielen auf 10, 12 Meter, aber kein Raumgewinn, keine Zielstrebigkeit. Bammer, Torschütze des 2:0. Lunde. Meier hat nach links gewechselt, bammert wieder. Bregi, Bricker gegen Kons, Foul von Kons. Die Partie wird aber recht fair geführt, dieses Foul von Kons sicherlich unabsichtlich. 44 Minuten, 40 Sekunden sind gespielt, die Walliser müssen sich beeilen, wenn sie diesen Freistoß noch verwerten wollen. Debonair. Bricker, hart markiert, eng markiert von Weber. Schiedsrichter Peduzzi hat bereits seine Uhr kontrolliert und wird jetzt zur Pause bitten. 45 Minuten, die ersten 45 Minuten des allerersten Schweizer Supercups, dem Spiel zwischen Schweizer Meister Young Boys und Cup-Sieger Sitten sind vorbei. Die Berner führen verdientermaßen mit 2:0. Die Hitze ist groß, knapp 6000 Zuschauer sind anwesend, aber die Spieler haben sich befleißigt, eine recht gute Partie zu zeigen. Für die zweite Halbzeit gibt es A. Endrick in der Mannschaft von RC Sion. Anstelle von der Nummer 2, Olivier Reh, spielt neu mit der Nummer 12, François Reh. Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Young Boys führen also mit 2:0, Sitten jetzt von rechts nach links. Und bei Sitten ist eine Änderung vorgenommen worden. Anstelle von Nummer 2, Olivier Reh, spielt jetzt in der zweiten Halbzeit François Reh. Und bei mir oben ist jetzt Nationalcoach Daniel Jean Dupeux, Beobachter hier bei dieser Partie zwischen Meister und Cupsieger. Ihre Eindrücke bis jetzt, Daniel Jean Dupeux? So, IBE hinterlässt wieder einen guten Eindruck. Wir sehen, dass sie bei stehenden Bälle sehr gefährlich sind. Beim ersten Tor war es so, wie zum Beispiel auch gegen IBE, gegen GC letzte Saison, gegen Xamax in Neuenburg. Sie schießen oft das erste Tor mit stehenden Bälle. Sie haben sehr gute Ausländer, das wissen wir schon lange und wir sehen es auch wieder. Und auch gute Schweizer Spieler. Für Sie die Bedeutung dieses Spiels, ein Wohltätigkeitsspiel für die junge Hilfe, das soll an die Tradition angeknüpft werden. In England gibt es das seit 1908, dieses Charity Shield Spiel. Was ist Ihre Meinung dazu? Als Saisonvorbereitung ist das gut, ist eventuell zu viel Risiko dabei, weil vielleicht doch mit Prestige Einsatz gespielt wird. Ich glaube nicht. Also es ist schon ein Herzkampf und es ist nötig, dass die Mannschaft eine Woche vor der Meisterschaftsstart schon in Form sind. Sie werden ja sicher erfreut feststellen, dass eben auch die Young Boys bereits in guter Form sind und nicht nur die Ausländer. In Kürze haben sie mit ihrer Mannschaft ein Länderspiel auszutragen. Wie sieht es da aus? Ja, man sieht, dass der Formstart nicht unbedingt gleich bei jeder Mannschaft ist. Aber bei IBE läuft schon alles rund und vielleicht, weil es sehr, sehr wenig Transfer gegeben hat und die Heizinger und die Junge spielen auch schon lange im gleichen System und da sieht man gut. Die Hitze spielt natürlich eine große Rolle, dass der Rhythmus vielleicht nicht allzu hoch ist, aber ich glaube, die Leistung ist beachtlich, die Spieler zeigen unter diesen Bedingungen. Was fehlt, ist natürlich die Stimmung. Ja, es ist vielleicht eine Enttäuschung, dass so wenig Zuschauer gekommen sind, aber bei der Philips Cup waren schon viele Leute dabei und sind auch nicht da. Es fehlt vielleicht, dass der Super Cup etwas Wichtiges wird. Was fehlt, sind die Zuschauer.
das kann natürlich nur wachsen über Jahre hinweg und vielleicht wird da ja jetzt eine Tradition begründet. Aber ich habe schon gesagt, in England hat man 1908 schon mit diesem Supercup begonnen. Da werden wir wohl die Anzahl an Supercup-Spielen nicht mehr erleben. So viele hier in der Schweiz, wir beide, wie sie schon gespielt worden sind in England. Eckball jetzt für die Walliser mit Breggy, dem Ex-Young Boys. Zurbuchen. Macht einen guten Eindruck, ist selbstsicher, hat Selbstvertrauen und macht seit zwei, drei Monaten keinen Fehler mehr. Weber hätte ja eigentlich im Turnier, glaube ich, mit der Nationalmannschaft spielen sollen, hat dann gegen die Nationalmannschaft gespielt. Macht auch einen sehr, sehr starken Eindruck. Er ist selbstsicher, strahlt seine Ruhe aus und sein gutes Zeichen für einen Verteidiger. Sie haben auch Internationale in den Reihen der Walliser. Wir haben jetzt mehr von den Young Boys gesprochen. China, Breggy, Bricker. Bricker vielleicht nicht mehr. Er will, glaube ich, selber nicht mehr. Ja, will nicht unbedingt. Also, wenn es nötig wäre, könnte er vielleicht wieder mitmachen. Bei China ist er der Goalgetter im Spiel, sieht man ihn ziemlich selten. Gefährlich ist er im Strafraum. Und Breggy muss noch sich daran gewöhnen, mit neuen Mitspielern zu spielen. Offside-Position von Bricker. Beide Mannschaften spielen eigentlich mit der Abseitsfalle. Glauben Sie, dass sich das absolut durchsetzen wird, jetzt auch in der Schweiz? Sie spielen ja mit der Nationalmannschaft. Ja, weniger auch mit der Abseits auf einer Linie, aber weniger auf Falle. Wenn der Ball steil gespielt wird, probieren wir rückwärts zu laufen und nicht vorwärts. Das heißt, dass wir provozieren nicht den Abseits. Der Gegner läuft ins Abseits. Das Risiko ist aber bei beiden Spielarten relativ groß. Ist es beim Rückwärtslaufen etwas kleiner? Es ist viel kleiner, weil bei der Abseitsregel wird gesagt, also bei der Ballangabe muss der Gegner schon auf die andere Seite stehen. Wenn wir bereit sind, rückwärts zu laufen, haben wir sicher einen Vorteil. Mindestens 50 cm. Hoffentlich sieht das der Schiedsrichter dann auch immer diese 50 cm. Weil wir 50 cm Vorsprung haben und nicht Rückstand haben, gibt es weniger Gefahr, als wenn man vorwärts läuft. Sehr gut, ich darf Ihnen viel Glück wünschen mit Ihrer Nationalmannschaft. Es stehen ja noch schwere Qualifikationsspiele bevor. Sie sind beobachtet worden am Donnerstag vom Wiederabseits, das dritte innerhalb weniger Sekunden jetzt. Ihre Mannschaft ist ja beobachtet worden vom schwedischen Coach. Ja. Dann sind auch die Italiener teilweise hier gewesen mit Juventus Turin, da hat sie auch Internationale dabei. Viel Glück für Sie, zuerst jetzt in den Vorbereitungsspielen und dann auch in den Qualifikationsspielen zur Europameisterschaft gegen Schweden und Italien. Vielen Dank. Besten Dank. Inzwischen sind knapp 6 Minuten gespielt, es steht weiterhin 2:0 für die Berner Young Boys. Die im Ballbesitz sind mit Sophie und jetzt mit Witwer. Baumann, Meier, Sophie, Stefanera hat da noch den Fuß dazwischen gehabt. China für Bove. Zurückgestaffelt hat hier im richtigen Augenblick Weber. Jetzt 2 gegen 1. Gut gespielt von Bricker und von China. Und da legt sich China den Ball zu weit vor. Damit ist eine gute Möglichkeit zum Anschlusstreffer natürlich vergeben. Für einmal haben da die Sittener mit einem schnellen Gegenstoß die Berner Abwehr überrascht. Zu zweit stürmten sie gegen einen Verteidiger, aber Bricker hat kein Glück gehabt. Sein Zuspiel war sehr gut, aber Kollege China hat es vermasselt. Beim nächsten Mal zieht jetzt Bricker vielleicht wieder alleine los.
Sittener wirken jetzt doch etwas entschlossener in dieser zweiten Halbzeit. Eitziner, Fritz Offside von Zuffi diesmal, da haben sie Eitziner im Bild. Lopez, knapp 30-jährig, von ihm kamen keine großen Impulse bis jetzt. Bammert. Zuffi. Ballet hat gestoßen, Freistoß und wieder Gefahr vor dem Sittener Tor. Britz. Gut gemacht von Fritz Lunde. Reh hat verfehlt, zum Glück stand hinter ihm Balle. Witwer. Missverständnis zwischen Witwer und Bammert und das bringt die Walliser in Ballbesitz. Fricker. China. Kein Abseits. Fregi. Und ähnlich wie in der ersten Halbzeit, Jugoslawe Rojovic schiebt auch Fregi den Ball knapp am weiteren Torpfosten vorbei. Weber reklamiert beim Linienrichter, aber diesmal hat es nicht funktioniert mit der Abseitsfalle. Fregi stand nicht im Abseits, aber auch er hat seine Chance nicht wahrnehmen können. Weber. Eigentlich schade, dass Fregi dieser Treffer nicht gelungen ist. Ein 2:1 hätte wieder etwas Spannung in diese Partie gebracht. Fricker kommt nicht an den Ball. Da fehlten nur Zentimeter. Die Flanke von Reh war recht gut geteilt. Offside von Lunde. Sehr, sehr selbstsicher, die Berner Verteidiger. Debonair. Fregi. Lopez. Fricker in ähnlicher Position wie vorher Bammert, aber er bringt den Ball nicht am Torhüter vorbei. Aber jetzt doch zwei gute Tormöglichkeiten für den Cup-Sieger innerhalb einer Minute. Pech, einmal mehr Pech für Jean-Paul Fricker. Oder auch, man kann es umgekehrt sagen, ausgezeichnet die Leistung von Zurbuchen, Lunde. Und auch er trifft nicht. Rojovic. Thank you.
Regi, er läuft mehr als in der ersten Halbzeit. Sautier. Lopez. Regi. Jetzt geht Sautier wieder zurück in die Verteidigung. Bricker. Foul an Bricker, da Schiedsrichter Peduzzi die Vorteilregel nicht angewandt, denn die Sitzner blieben ja im Ballbesitz. Es kommt zum Freistoß, Distanz zum Tor gut 20 Meter. Und gespielt sind 14 Minuten der zweiten Halbzeit, also eine Stunde ist vergangen jetzt im Supercup 86 und die Young Boys führen 2-0. Fünf Mann in der Abwehrmauer plus ein Wallister. Fregi. Und dieselben Zuschauer, die in der vergangenen Saison Fregi noch beklatschten, die lachen ihn nun aus, denn jetzt trägt er ja nicht mehr das IB, sondern das Sittendrecht. Bovin. Bricker hat versucht, aber wieder hat Durbuchen am richtigen Ort gestanden. François Pitié, der jetzt gegen die Sonne schauen muss. Weber, Meier hat hinten aushelfen müssen. Runde geht allein, verfolgt von Sautier, Vorteil. Sautier hat Lunde am Arm festgehalten. Kein Fall, Spiel geht weiter. In der Mitte vorne Lunde. Sautier, der Libero der Walliser, geht jetzt immer mehr mit nach vorn. Die Walliser müssen jetzt natürlich langsam mehr Risiken eingehen, wollen sie diesen 0-2 Rückstand noch wettmachen. Trainer Manciara gibt Anweisungen. Offside. Sittentrainer Donzé. Seine Mannschaft liegt 0-2 zurück. Lopez. Bravo.
Lopez hat den richtigen Augenblick zum Abspiel verpasst. Lunde, sehr laufstark. Zu steil, zu nah aufs Tor seine Flanke. Da hatte Zuffi überhaupt keine Chance, den Ball zu erreichen. Manciara wird einen Wechsel vornehmen. Es kommt mit Nummer 13 Gertschen ins Spiel. Und er kommt für wen? Für Meier, glaube ich. Die 64. Spielminute wechselt die Mannschaft von IB. Anstelle von der Nummer 11 Meier spielt neu mit der Nummer 13 Gertschen. Gertschen für Meier und die nach 64 Spielminuten beim Spielstand von 2:0 für die Berner. Der Schweizer Meister ist in den letzten Minuten ein bisschen unter Druck geraten. Zwei gute Tormöglichkeiten haben die Sittener vergeben. 25 Minuten haben sie noch Zeit, ihren Rückstand wettzumachen. Aber an und für sich lieben ja die Berner das Spiel, wenn es so läuft, dass der Gegner angreifen muss und sie mit schnellen Gegenstößen agieren können. Mit ihren schnellen Leuten wie Lunde und auch Zuffi liegt ihnen dies ganz gut. Die Offside von Zuffi und die Zuspiele aus der Tiefe von Pritz, sie bringen dann oft Gefahr für den Gegner. China. Bricker. Bricker hat nur noch Weber gegen sich. Und natürlich Zurbuchen und an dem ist er nicht vorbeigekommen. Während sich Verteidiger Witwer erfrischt, bekommt er neue Anweisungen von Manciara. Lunde. Raffiniert wollte der Däne das machen. Den Pitié stand etwas weit links. Aber Pitié musste natürlich die nähere Torecke decken hier. Die Nummer 14 bei den Wallisern, das ist Perrier. Auch er wird in den nächsten Sekunden ins Spiel eingreifen. Das ist dann der zweite Wechsel bei Sitten. Nachdem ja François Olivier abgelöst hat. Lunde. Da hat er den zu lange getändelt. Der Jugoslawe Rojevic hat ihm die Suppe versalzt. Für Bove kommt jetzt hier Perrier ins Spiel. 67. Spielminute wärst du bei Sion. Anstelle der Nummer 10 Bove, neu mit der Nummer 14 Perrier. Das ist Bammert gewesen im Bild. Und hier jetzt Lunde. Da wollte er zu viel in Fußballkunst machen, Verteidiger Witwer. Es hätte einfachere Anspielmöglichkeiten für ihn gegeben. Offside von China. Thank you.
Berner haben es jetzt natürlich nicht mehr besonders eilig. Sie führen 2-0, sind drauf und dran, ihren Meistertitel 86 mit dem Gewinn im Supercup zu untermauern. Schiedsrichter Gechter, der als Linienrichter fungiert, hat da einen Augenblick gezögert, hat überlegen müssen. Und nach Meinung von Trainer Manziara hat er falsch überlegt, indem er das Offside angezeigt hat. Er hat sich da eine Schimpftirade des IB-Trainers anhören müssen. Er hat auf Abseits entschieden, der Schiedsrichter hat gepfiffen, es bleibt beim 2-0. Die Zeitlupe wäre hier ganz interessant, wenn man sie noch einmal konsultieren könnte. Vermutlich ist nämlich der Berner Angreifer aus der eigenen Platzhälfte heraus gestartet. Serie hat sich gleich mit einem Foulspiel eingeführt, mit einem Foul an Pritz. Die Young Boys heute also ohne Sivek. Sivek sitzt auf der Ersatzbank. Gegen Ballet. Lunde, im allerletzten Augenblick konnte da Sotje noch dazwischen gehen. Ungenau das Zuspiel von Bregi. Viele Fehlzuspiele jetzt auf beiden Seiten. Die Hitze macht sich bemerkbar, die Konzentration und auch die Kondition lässt langsam nach. Der Wechsel von Wittwer zu Gertschen, der den Ball nicht kontrollieren kann. Die Young Boys verstehen es sehr gut, mit 3-4 kurzen Pässen das Spiel zu kontrollieren und dann mit einem langen Zuspiel den Angriffsschwerpunkt zu verlagern. Sotier jetzt wieder hinten auf seine Libero-Position. Lunde. Gertschen. Wieder bringt er den Ball nicht unter Kontrolle. Zweimal Pech für ihn jetzt. Perrier. Lopez. Re. Die Berner ziehen sich jetzt in die eigene Platzhälfte zurück, wenn die Sittener im Ballbesitz sind. China, knapp am Handspiel. Witwer, einer der auffälligsten Spieler in dieser zweiten Halbzeit. Hier ist er am Ball, die Nummer 16. Gertschen hat gestoßen. Debonair, China, Debonair noch einmal, aber die Berner Abwehr, sie steht gut.
Lunde, rechts außen ist Witwer ganz allein. Da hat Lunde einen Augenblick zu lange gezögert mit dem Abspiel. Witwer war im vollen Lauf. Er konnte nicht abbremsen. Und deshalb landete er im Abseits. Lunde wollte einen Trick zeigen, der Trick war sehr schön, aber einen Augenblick zu spät angesetzt. Hier haben Sie Witwer groß im Bild, den rechten IB-Verteidiger. Jürg Witwer, ein Routinier, 27-jährig. Ein sehr zuverlässiger Außenverteidiger, wie die IB schon früher besessen hat. Terrier-Typen. Aufsässig, unerbittlich und sehr, sehr schwierig zum Spiel. Einer der berühmtesten in früheren Jahren war ja Casali. Auch bei ihm klein gewachsen, aber schnell und wendig, hatten es da internationale Stürmer sehr, sehr schwierig vorbeizukommen. Dann später Brechbühl, ein Mann mit ähnlicher Physiognomie. Und jetzt Witwer. Rojevic. Das Zusammenspiel bei den Fernen klappt wesentlich besser. Bammert für Witwe, diesmal kein Abseits. Da hat sich Witwer jetzt übernommen gehabt in diesem Zweikampf mit Sotje. Dubonnet sucht eine Anspielmöglichkeit. Rojevic. China. Perrier. In der Mitte lauert Bricker. Da ist Bricker gegen Bammert. Das wäre zu viel gewesen, zu viel verlangt gewesen von Witwer, der hier noch einmal in wenigen Sekunden zum dritten Mal steil lanciert werden sollte. Bammert, zweifacher Torschütze, denn der 1:0 Führungstreffer für die Berner ist ihm zugesprochen worden. Zuffi und Bammert waren da dran beim Kopfball, bei der Flanke. Als letzter soll Bammert den Ball berührt haben. Zweifacher Torschütze also Bammert, der auch im Defensivbereich heute eine sehr gute Partie gespielt hat. Perrier, Bricker und wieder ist es Bammert, der im Zweikampf siegreich bleibt.13 Minuten sind jetzt noch zu spielen. Schweizer Meister IB führt 2:0 gegen Katziger Sitten. In der allerersten Austragung des Schweizer Supercups, dessen Geburtsstunde also in das Jahr 1986 fällt. Ein Wohltätigkeitsspiel zugunsten der Schweizer Hungerhilfe, das heute leider nur von 5.500 Zuschauern besucht worden ist. Die Zuschauer bekamen aber trotz der großen Hitze eine gute Partie zu sehen. Vor allem Meister IB hat auch heute wieder überzeugt, nachdem die Berner Dienstag und Donnerstag ja schon ihr eigenes Turnier gewinnen konnten. Und vielleicht etwas unglücklich für den Start dieses Supercups, dass der Start in Bern erfolgen musste, nachdem ja hier am Dienstag 18.000 und am Donnerstag 21.000 Zuschauer bereits mit dabei waren.
vielleicht etwas viel verlangt von den Zuschauern hier aus der Region in Bern. Dienstag, Donnerstag und Sonntag Heimspiele der Young Boys. Da hat sich heute mancher effektiv halt fürs Schwimmbad entschieden bei dieser warmen Temperatur. Aber dennoch wird ein Benefiz herausschauen, Bandenwerbung, ein Beitrag des Fernsehens und 5.500 Zuschauer. Sie bringen doch die Kassen etwas zum Klingeln. Und der Hauptsponsor, er sorgt ja dafür, dass die Mannschaften den Veranstalter Nationalliga nichts kosten. Die Spesen der Mannschaften, die Kosten für Medaillen und für den Pokal, die sind übernommen worden und müssen nicht bezahlt werden aus den Zuschauereinnahmen. Knapp 11 Minuten sind noch zu spielen. Rojevic, Spricker. Fritz. Witwer. Defensiv ist er stärker als in der Offensive. Perrier, vier Walliser im Strafraum vor zur Buchenbricker. Lopez und Brick. Foulspiel von Jaitziner. Es kommt zum Freistoß zugunsten der Walliser, die nicht mehr auswechseln können. Der Mann hier kommt nicht vom Feld, er kommt nur, um sich zu verpflegen, um sich zu erfrischen. Und jetzt ist Debonair wieder mit im Spiel. La nuque, Kim, noch in den Weg stellen. Unpräzis die Flanke von China, denn in der Mitte war Bricker für einen Augenblick ungedeckt. Weber geht noch einmal mit. Witwer, Lunde, die Flanke war gut von Witwer. Zuffi hat verfehlt. Hier Witwer und links in der Mitte kommt jetzt Zuffi und er verfehlt nur knapp. Die Berner werden sich nicht groß ärgern, nicht ärgern müssen, denn sie führen ja klar und deutlich mit 2:0 und gespielt sind 38 Minuten der zweiten Halbzeit. Debonair. Wieder versuchen es, die sitzen außen herum.
diese Rückgabe, die war nicht sehr gut getimed. Da hat nämlich Captain Gons beinahe seinen eigenen Torhüter überlistet. Die Konzentration vor allem bei den Young Boys hat jetzt in den letzten paar Minuten doch wesentlich nachgelassen. Sie wirkten beinahe ein bisschen überheblich jetzt in den letzten Minuten. Weber. Weber ist gefault worden. Er ist ins Sandwich geraten. Britz, der mit seinem über die Hose hängenden Trikot nicht immer den Eindruck eines voll austrainierten Athleten macht. Alle Walliser im eigenen Strafraum jetzt. Britz. Bitte. Sehr viel hatten eigentlich beide Torhüter nichts zu tun in dieser Partie. Manciara bereitet noch einmal einen Wechsel vor. Dabei geht es ihm sicherlich vor allem um den Zeitgewinn. Hier sehen Sie Trainer Alexander Manciara zusammen mit Brönnimann. Bitte. Gute Arbeit von Bitte, Bregi. Ein Durchkommen in der gut organisierten Abwehr des Schweizer Meisters. Die ist sehr schwierig. Das haben die Walliser heute ganz eindeutig erfahren müssen. China. Gons. Lunde. Lang wird Brönnimann nicht mehr zum Einsatz kommen. Gespielt sind jetzt 41 Minuten und 30 Sekunden. Der kann ja erst beim nächsten Spielunterbruch eingewechselt werden. Da ist der Spielunterbruch nach diesem blitzschnellen Handspiel von Lunde. Brönnimann kommt für Jaitiner. Das ist Jaitiner, der hier das Spielfeld verlässt. Und mit der Nummer 2 kommt Brönnimann. Und zu spielen sind noch 3 Minuten. Und da kommt Bricker doch noch zum Ehrentreffer. Verdientermaßen scheint mir, Bricker hat unermüdlich sich eingesetzt. Und er hat es jetzt doch noch geschafft, die Berner Abwehr zu überlisten. Torschütze also Bricker in der 87. Minute. Die Wiederholung. 88. Spielminute. Hier Bricker gegen Bammer. Und endlich erwischt er Zurbuchen Contre-Pied. Es heißt nur noch 2:1 für IB. Zu einer Verlängerung kommt es mit Sicherheit nicht. Sollte den Walliser noch der Ausgleich gelingen in diesen allerletzten Sekunden, dann kommt es zum Penaltyschießen. Brönnimann, sein erster Ballkontakt. Britz. Und vielleicht doch noch eine Chance für die Walliser. Rojevic. In der Mitte Lunde. Das muss die Entscheidung sein. Jawohl. Lunde
In der 89. Minute erschießt das 3:1. Damit ist dieser erste Supercup der Schweizer Fußballgeschichte entschieden. Mutterseelen allein in der Mitte in idealer Position. Lunde, Lars Lunde, das 3:1. Schiedsrichter Peduzzi lässt noch einmal anspielen. Es sind erst 44 Minuten dieser zweiten Halbzeit vorbei. Zwei Tore Abstand also wieder jetzt. Offside von Bricker. Die letzte Minute läuft. Das ist die Ehrentribüne gewesen, die Sie im Bild gehabt haben. Hier der Torschütze des 3:1, der Däne Lars Lunde. Es sind viele Persönlichkeiten des Schweizer Fußballs heute anwesend bei dieser Premiere. Die Pokalübergabe wird unmittelbar nach Spielschluss stattfinden. Vielleicht können Sie mir noch zeigen. Sicher bin ich nicht, das muss in Zürich entschieden werden. Denn ich glaube, um 18.15 Uhr ist an und für sich eine Tagesschau-Ausgabe vorgesehen. Das Wesentlichste aber haben Sie mit Sicherheit gesehen, wenn Sie dabei geblieben sind heute Nachmittag. 4 Tore in diesem ersten Supercup-Final, 3 für die Young Boys und eines für Cup-Sieger Sieg. Da ist der Schlusspfiff. Schiedsrichter Peduzzi hat keine Schwierigkeiten gehabt, diese Partie zu leiten. Die ist sehr fair ausgespielt worden, aber doch mit etlichem Einsatz. Beide Mannschaften haben die Gelegenheit wahrgenommen, eine allerletzte Standortbestimmung vorzunehmen. Vor Meisterschaftsbeginn am nächsten Samstag beginnt die Schweizer Meisterschaft 86-87 und Jean-Marie Gons kann jetzt in 3 Tagen den zweiten Pokal abholen hier im Bankdorfstadion. Am Donnerstag haben die Young Boys mit 2:1 gegen die Schweizer Nationalmannschaft ihr eigenes Turnier gewonnen und jetzt also auch noch nach dem Meisterbecher, ihrem 11. in der Geschichte des Vereins, der gegründet worden ist 1898, jetzt also auch zum ersten Mal den Supercup. Die Berner haben verdient gewonnen. Sie haben bewiesen, dass sie sehr gut vorbereitet zu ihrer Titelverteidigung antreten werden. Sie waren die bessere Mannschaft. Sie haben zielstrebiger gespielt, mehr Übersicht bewiesen, die meisten Zweikämpfe auch gewonnen. Und mit ihnen wird bestimmt in der Meisterschaft 86-87 zu rechnen sein. Mit Schweiz jetzt nicht mehr im Fußballdress wie beim Ankick. Evelyn Landsmann assistiert bei der Pokalübergabe, die vom Präsidenten der Generaldirektion des Hauptsponsors vorgenommen wird. Jean-Marie Gons, erster Besitzer mit seiner Mannschaft des Supercups der Nationalliga, der Schweizer Meister, hat also seinen Titel bestätigt und darf jetzt auch diese Trophäe in seinen Schrank stellen. Dies war's aus dem Berner Wankdorfstadion. Hier bekommt Lars Lunde, der Torschütze des 3:1, seine verdiente Medaille. Dan Bammert, Torschütze des 1:0 und auch des 2:0 für die Young Boys. Dies war's also aus dem Berner Wankdorfstadion. Ich darf zurückgeben in der Hoffnung, dass hier eine Tradition auch zugunsten der Wohltätigkeit begründet worden ist mit diesem Supercup. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Karl-Heinz Fritschler aus der Bundesrepublik Deutschland gibt das 29. Länderspiel zwischen der Schweiz und Frankreich in diesem Augenblick frei. Die Schweizer in den roten, in den dunkleren Tenüs von rechts nach links in den ersten 45 Minuten. Wir haben zweifellos viel, vor allem viel relativ Negatives gehört im Vorfeld dieser Partie. Das Länderspiel zweier Rumpfmannschaften findet hier statt und es ist natürlich schon so, dass viele
Spieler, die an sich hier mit tun würden als Stammspieler, abwesend sind. Deshalb ist es heute auch die kürzere Variante, wenn ich Ihnen die teilnehmenden Spieler hier aufzähle und nicht die fehlenden. Die Schweizer mit Zurbuchen von Young Boys im Tor, vor ihm Nummer 2 Witwer, Nummer 4 Weber, Nummer 5 Bammert, 3 IB-Teamkollegen, dazu in der Abwehr noch Claude Riff mit der Nummer 3 von Xamax, dann im Mittelfeld 6 Meissen, 7 Gilly, 8 Hermann und 10 Pickel und die beiden Sturmspitzen mit der 9 Beat Sutter von Xamax Neuenburg und mit der 11 André Halter vom FC Luzern. Bei den Franzosen im Tor Joël Batz mit der Nummer 1, dann in der Abwehr 2 Amoros, 3 Duvenel, 4 Basile Poli, leicht erkennbar, er ist ein dunkelhäutiger Spieler. Und mit der 5 Battiston, der hier eben diesen Steilpass geschlagen hat. Dann im Mittelfeld 6 Poulin, 7 Ferreri, 8 Pijota und 10 Verkruz. Und im Sturm Nummer 9 Topira und Nummer 11 Boucher. Auch bei den Franzosen zahlreiche Absenzen. Das ganze Parade im Mittelfeld der Weltmeisterschaft ist heute nicht dabei. Von den Stammspielern des WM-Dritten sind übrig geblieben Torhüter Batz, Verteidiger Amoros mit der Nummer 2 und Battiston, der Abwehrorganisator, mit der Nummer 5. Dazu Stürmer Stopira mit der Nummer 9. Aber immerhin haben auch Verkruz und Ferreri mehrere Spiele in Mexiko bestritten. Witwer, einer der Länderspiel-Neulinge bei den Schweizern. Neben Jürg Witwer bestreitet auch Urs Bammert sein erstes Länderspiel. Dazu Christoph Gilli, der Aarauer, und auch Thomas Pickel, der Zürcher. Die beiden kamen zwar schon am Philips Cup zum Einsatz, aber das waren keine offiziellen Länderspiele, sondern Auseinandersetzungen mit Clubmannschaften. Feuertaufe damit also gleich für 4 Schweizer Feldspieler, aber auch Zurbuchen bestreitet erst sein zweites Länderspiel, Riff erst sein drittes, Weber erst sein fünftes, Halter sein drittes. Überhaupt nur 2 Spieler haben schon mehr als 10 Länderspiele bestritten. Also eine wirklich sehr unerfahrene Schweizer Mannschaft trifft hier auf Frankreich, geht aber trotzdem hier nach 3 Minuten zum Angriff über, kommt zum ersten Eckball. Riff, Battiston, direkt auf Meissen und Freistoß aus einer Distanz von etwa 19, 20 Metern. Ernie Meissen, er kämpft wie so viele anderen Spieler des heutigen Teams auch um einen Platz in der Nationalmannschaft für den Ernstkampf dann im EM-Ausscheidungsspiel gegen Schweden, auswärts in Stockholm am 24. September. Meissen ist allerdings einer derjenigen, der diesen Sprung schaffen könnte. Hermann hat seinen Stammplatz praktisch auf sicher. Viele Plätze sind belegt und im Prinzip nicht zu ergattern, zum Beispiel für alle Abwehrspieler. Aber wer weiß, wenn einer eine tolle Partie zeigt heute, ob er dann nicht plötzlich doch wenigstens im Gespräch ist. Und um gute Leistungen geht es hier heute Abend denn auch eigentlich fast mehr als um das Resultat als Gesamt. Wer wird entdeckt? Vielleicht Witwer. Battiston geht auf Nummer sicher gegen Halter. Es hat geregnet in Lausanne, einige Gewitter gingen nieder am heutigen Nachmittag, das Terrain ist also glitschig. Die Temperatur zum Fußballspielen angenehm, nicht heiß, aber auch nicht allzu kühl. Weber. Und gut hat Bammert interveniert. Allerdings Freistoß gegen Urs Bammert, den IBler, der ja hier auf der Pontes einmal in seinem Heimstadion spielte, einige Jahre bei Lausanne Sport. Verkruz verliert den Ball an Meissen und Halter.
Battiston der meistbeschäftigte bisher in diesen ersten 5,5 Minuten. Hermann, er bestreitet heute sein 68. Länderspiel und zieht damit mit Sam Abeklen gleich. Er ist nun bereits auf Rang 3 in der ewigen Länderspiel-Teilnahmeliste, die von Severino Minelli mit 80 Spielen vor Freddy Bickel mit 71 angeführt wird. Noch 3 Länderspiele, dann wird Hermann auch bereits auf der Höhe des zweiten Bickel sein. Philipp Verchrist, dann Fabrice Poulin, auch ein Neuling, denn auch bei den Franzosen haben wir ein Länderspiel Neulinge. Fabrice Poulin, die Nummer 6, und der dunkelhäutige Basile Boli, der hier am Ball ist, ebenfalls sein erstes Länderspiel heute. Und dasselbe gilt für Boucher, den Stürmer. Jetzt aber aufgepasst auf Beat Sutter gegen Boli. Sutter schien nicht recht an seine Chance zu glauben und gab sich etwas allzu früh für meinen Geschmack schon mit einem Ausfall zufrieden. Claude Riff. Halter. Der letzte Kopfball kam wieder von Sutter. Daniel Jean Dupeux liegt viel an diesem Spiel. Er war ja als Spieler und Trainer 7 Jahre lang in Frankreich tätig. Und ihm liegt sicher auch an einem guten Image in unserem westlichen Nachbarland. Auch jetzt, da er der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft geworden ist. Yannick Stopira. Und Weber klärt, es gibt sogar nur einen Auseinwurf. Martin Weber bei seinem 5. Länderspieleinsatz, die ersten 2 waren allerdings Kurzeinsätze als Auswechselspieler kurz vor Schluss. Je nachdem kann man das heutige Länderspiel als sein 3. oder schon 5. bezeichnen. Philipp Verchrist. Und dann Bammert. Bammert Weber heute also das Innenverteidigungsscharnier. Die IB-Innenverteidigung statt der Grasshoppers 2, Egli und Inalbon. Wobei ja interessanterweise Bammert aus dem gleichen Verein hervorgegangen ist wie Egli, nämlich von Amritwil. Offside-Stellung von Gérard Boucher. Er ist der 3. Neuling im französischen Team. 3 Neulinge bei Frankreich, 4 bei den Schweizern, 7 der 22 bestreiten heute also ihr allererstes Länderspiel. Jörg Wittwer gehört zu ihnen. Reaktion an, können Sie unschwer auch akustisch erkennen, dass sehr viele Franzosen hier in die Pontes gekommen sind. Und das führt dann auch dazu, dass es heute doch zu einer 5-stelligen Zuschauerzahl gekommen sein dürfte. Also gut 10.000. Amoros, der Außenverteidiger, mit einem ersten Flügellauf. Hermann erhält Applaus für diese Aktion.
und zeigt auch, dass er über eine gute Spielübersicht verfügt. Riff. Pickel vom FC Zürich, auch er mit guter Spielübersicht. Halter hat sich dort freigestellt, aber er bleibt an Poulin hängen. Boucher war das mit diesem Absatztrick von Brest. Er gehört in der französischen Meisterschaft jetzt schon im dritten Jahr zu den erfolgreichsten Torschützen und hat deshalb seine Chance im Nationalteam bekommen. Aber Amoros ist vor Gilli am Ball. Dominique Bijotat von der AS Monaco. Riff. Wohin mit dem Ball? Meißen. Meißen in seinem 16. Länderspiel. Sutter in seinem 15. Hermann in seinem 68. Dann geht es runter gleich zum 3. oder 5. je nachdem, welche Version man annimmt, von Weber. Das ist Jean-Christophe Tournel mit der Nummer 3 gewesen, der einst bei Servette spielte. Unterdessen ist er bei Bordeaux gelandet. Und ein verzogener Schuss von Vercruis. Tournel bestreitet heute auch erst sein zweites Länderspiel, genau gleich wie Bijotat. Beide kamen vor nicht weniger als 3 Jahren bisher zu ihren ersten Einsätzen. War ein bisschen mit dem Feuer gespielt von Pickel. Aber die Schweizer haben sich doch in den ersten 13 Minuten über eine gewisse Ballsicherheit ausgewiesen, gleich wie die Franzosen, die dieses Ballbehaltespielchen natürlich meisterhaft beherrschen, wie man das auch jetzt hier wieder demonstriert bekommt. Ferreri. Topira. Boucher, der gefährliche Torschütze. Und gutes Zusammenspiel. Der Schweizer in der Abwehr, auch in Bedrängnis. Das wäre dann allerdings fast wieder schief gegangen. Eine Abseitsposition wird hier angezeigt, die ich mir fast nicht erklären kann. Ja, es ist ein Foulspiel gewesen, kein Offside. Für ein Offside wäre es ein etwas krasser Fehlentscheid gewesen. Das konnte nicht sein, es war es auch nicht. Schlecht ausgeführter Freistoß. Und Gérard Boucher wieder. Tournel läuft mit. Da ist Tournel am Ball, zieht es vor, einzuwerfen. Mit Ausnahme von Beat Sutter, dem Neo-Xamaxer und Ex-Basler, alle Schweizer am eigenen Strafraum und auch Sutter ist jetzt zurückgekommen. Das ist Basile Boli, ein aus der Elfenbeinküste stammender, dunkelhäutiger Fußballer, der als eigentliches Wunderkind im französischen Fußball gilt. Er ist erst 19 Jahre alt.
Das war etwas zu viel des Guten, aber der Ball ist immer noch in Schweizer Besitz. Mit Riff. Halter bietet sich an, wäre schön frei im Raum. Riff sucht die Entscheidung allein. Dann ist Meissen da. Und dann dauert doch alles ein bisschen zu lange. Gegen diese natürlich auch in einer besseren Ersatzformation angetretenen WM-Dritten. Eben doch sehr starken französischen Profifußballer. Sechzehn Minuten sind gespielt, zweiter Eckball für die Schweizer, getreten durch Beat Sutter. Unsicherheit von Joël Batz. Gilly. Joël Batz, Sie erinnern sich sicher an ihn, wenn Sie die Fußball-WM in Mexiko verfolgt haben. Er war der Held im Viertelfinal gegen Brasilien. Das ist der Mann, der die Penalties von Zico und Sokrates unschädlich machte. Er war es dann allerdings auch, der nicht mehr ganz so brillieren konnte im Halbfinal gegen die Bundesrepublik Deutschland und deshalb eben nur im kleinen Final dann mittun konnte mit seinen Kameraden. Batz zusammen mit Amoros, Battiston, Ferreri und den vorläufig auf der Ersatzbank sitzenden Domergue und Bellon auch Europameister 1984, denn das sind die Franzosen ja auch. Fehlpass von Weber. Verkrist, Ferreri. Und die Riesenmöglichkeit für den wieder nach vorne gepreschten Manuel Amoros. Keiner passte auf den Verteidiger auf. Riff hat hier die Abseitsposition aufgehoben und hier reklamierten die Schweizer, schwer festzustellen, ob zu Recht oder nicht. Weiterspielen statt reklamieren wäre aber auf jeden Fall besser. Weber. Ein hoffnungsloses Unterfangen dieser Steilpass, denn auf dem glitschigen Terrain erhält der Ball noch zusätzlich Fahrt, wenn er auf den Rasen klatscht. Keine Chance also für die Stürmer, noch an diese Vorlage heranzukommen. Bixel sofort zum Ball gestartet ist und den prompt erhalten hat. Hermann. Bixel, natürlich kein Abseits bei diesem Einwurf und eine gute Möglichkeit. Halter. Den Schweizern fehlt in dieser Anfangsphase die Entschlossenheit beim Abschluss. Schon dreimal landen die Schweizer jetzt in guten Positionen, noch einen Pass gespielt oder spielen wollen, statt abzudrücken. Riff und Meissen in einer Szene und hier eben halten. Aber genau dazu sind solche Spieler ja da, damit man das lernen kann. Im internationalen Fußball gegen hochkarätigere Gegnerschaft geht eben alles viel schneller. Muss man jede sich bietende Gelegenheit zum Vorschuss sofort hundertstel Sekunden schnell ausnutzen. Wieder ein Eckball für die Schweizer. Nach Kornern führen sie und überhaupt halten sie dem favorisierten Gegner bisher durchaus die Stange. Mehr noch, sie bestimmen sogar das Spiel eher. Thomas Bixel, der 23-jährige Zürcher, Ex-Spieler, beim Korb.
Hermann. Freistoß. Jean-Marc Ferreri war der Sünder. Pickel tritt den Freistoß schließlich. Riff, die Franzosen stellen die Abseitsfalle und die klappt nicht. Reklamiert. Aber das war kein Offside. Der schöne weite Pass hat die Abseitsfalle aus den Angeln gehoben. Schade, dass die Schweizer drei waren, sie an der Zahl auf der gegenüberliegenden Seite des Strafraumes, dass die Schweizer auch daraus nicht mehr gemacht haben. Die Schweizer mit Daniel Jean Dupeu ganz links. Jean Dupeu, 37 Jahre alt. Henri Michel, sein heutiger Gegner, ist auch nur 2 Jahre älter. Die Schweizer Offside-Falle funktioniert, fast ist man versucht zu sagen, erstaunlich gut, denn die Young Boys spielen ja sonst mit Gons als Libero und die Young Boys stellen ja hier 3 der 4 Abwehrspieler, die sich haben umstellen müssen. Weber, Bammert und Witwer. Pickel. Über ihn laufen fast noch mehr Angriffe als über Hermann. Hier jetzt einmal eine gemeinsame Konstruktion, die dann allerdings abgebrochen wird. Und Riff ist frei. Halter. Gute Abnahme. Für einmal hat er nicht gezögert. Minuten sind gespielt, 0-0. Duvenel. Bijota. Poulain. Wieder Poulain. Die Schweizer stehen recht geschickt im Raum und lassen den Franzosen wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Und da kann Sutter losziehen, fast losziehen. Battiston. Ferreri. Und Foulspiel von Bammer. Etwas steil dieser Ball von Hermann, aber umso gefährlicher wird dieser Gegenangriff mit Meissen. Meissen erstaunlicherweise viel schneller als der Franzose und zweite große Unsicherheit von Torhüter Batz zu dessen Entschuldigung immerhin der nasse Ball angeführt werden kann und klare Abseitsposition hier wieder des Franzosen in der Mittelstürmerposition von Yannick Topira. Ein guter Pass von Gilli auf Hermann. Witwer, technisch einwandfrei. Gilli.
Christoph Gilli, der sich noch eine Fußwurzelquetschung zuzog beim Meisterschaftsspiel am vergangenen Samstag gegen Luzern und der mit einem Stützverband spielen muss. Jean Dupeux kann bisher durchaus zufrieden sein, nicht nur mit dem Resultat, sondern auch mit den feldmäßigen Anteilen. Die Schweizer machen Druck, Ries. Der kleinere Meißen gegen den viel größeren Werkrüst, Freistoß. Eine gute Phase jetzt der Schweizer, Pickel. Zu hoch der Ball für Gilli, der sich da an der Handball-WM wendet. Ferreri Tuvnell, sogenannt durchsichtig, jeder sah diesen Pass kommen. Trotzdem gibt es noch einen Einwurf, sogar einen Handfreistoß für Frankreich. Bammert, der kopfballstarke Mann, wird seiner Reputation gerecht in diesem Zweikampf. Weber, seine Pässe kommen selten an. Bijota, Ferreri, oh, jetzt wird es giftig, Turbusen, sehr gut. Urs Turbusen rechnet sich im Kampf der Burgenrengel-Nachfolger gegen Martin Brunner natürlich auch gewisse Chancen aus, zu Recht. Halter, Sutter, Missverständnis, Profiteur ist Basil Boli von Auxerre. Topira und Witwer löst diese heikle Sache gut. Die Schweizer spielen mit, zeigen sich technisch beschlagen, wie man an diesen Szenen erkennen kann. Keine leichtsinnigen Ballverluste und erst wenn es vielversprechend aussieht, dann der Vorstoß in die Tiefe. Diesmal wieder mit Heinz Herrmann und er hat Riff entdeckt. Claude Riff. Diesmal mit etwas zu viel Selbstvertrauen. Sein Dribbling misslang. Freistoß. Gerne hätten die Franzosen hier weitergespielt. Das Überraschungsmoment ausgenutzt. Den Vorteil gerne erhalten. Nun, es gibt Freistoß. Distanz zum Tor, 23 Meter. Amoros beim Ball. Battiston wird wohl dann zum Schuss kommen. Nein. Die Mauer ist umgangen und auch bei Turbuchen zeigt es sich, dass der Ball eben nass und schlüpfrig ist, aber Turbuchen hat gefahrlos abgewehrt.
Der Kommentar nach 45 Minuten wird ausfallen wie so oft in Bezug auf die Schweizer Nationalmannschaft und lautet da in Kurzfassung, weil sie ihn schon so viel hörten, gute Ansätze, aber die Frage bleibt, wer schießt ein Tor? Vieles wird vom Schlussergebnis dieser Partie abhängen. Je nachdem wird die öffentliche Meinung über dieses Spiel positiv oder negativ aussehen. Witwer, überraschend stark. Halter, Witwer, dann etwas langsam am Schluss seiner Aktion. Und hoffentlich klappt hier kein Loch hinten. Ein bisschen Hoffnung können die Schweizer auch noch auf den Schiedsrichter haben, denn in 5 Sekunden sind die 45 Minuten um. Und die Franzosen drücken auch jetzt nicht aufs Tempo. Und so bleibt es beim leistungsgerechten 0:0 zur Pause. Mit der Bekanntgabe der Zuschauerzahl durch den Speaker 22.000, sicher viel mehr als erwartet, geht es hier in die zweite Halbzeit. Ein Wechsel in der Mannschaft der Schweiz. Dario Zuffi, der Tösemer, der bei den Young Boys spielt, ist für André Halter gekommen. Eigentlich hätten beide zusammenstürmen sollen, aber weil dann auch noch Botteron und Geiger, die beiden Erfahrenen, ausfielen nebst allen anderen, wollte Jean Dupeux doch nicht lauter Neulinge oder fast Neulinge aufstellen und hat deshalb Beat Sutter im Angriff platziert in der ersten Hälfte anstelle von Zuffi und jetzt in der zweiten Halbzeit Sutter immer noch dabei, diesmal zusammen eben mit Zuffi und Halter muss zuschauen. Und Witwer wird offensiv. Gilly Zuffi wurde ein erstes Mal angespielt, allerdings vergebens. Ferreri im Gegenzug. Zurbuchen, Witwer, Weber, Bammer, Zuffi, das sind also jetzt bereits 5 von 11 Positionen, die durch Young Boys Spieler besetzt werden, jetzt in der zweiten Halbzeit. Der Schweizer Meister beginnt also auch die Nationalmannschaft zu prägen. Und auch für diese IB-Spieler im Besonderen hat dieser internationale Test natürlich durchaus seinen Sinn, denn am 17. September werden die Young Boys im Europacup auf Real Madrid treffen. Diesmal kein Abseits, aber Wertrüst scheitert. Philippe Wertrüst aus Bordeaux, der 3 Partien in Mexiko bestritt für Frankreich, er ist 24-jährig und soll der neue Mittelfeldregisseur werden, da ja das gesamte Parade-Mittelfeld wenigstens heute nicht anwesend ist. Giresse ist ganz zurückgetreten, Platini und Fernandez sind verletzt und hier rettet Bach vor Sutter. Bickel. Riff, der Mann mit dem weiten Einwurf, kommt. Sein Spezialkönnen hier gleich anzuwenden. Zuffi hat gestoßen, Entlastungsfreistoß für Thouvenel, für Frankreich.
Spitzel lanciert Sutter. Sutter gegen Bolli. Einwurf für die Schweiz. Auch Hermann kann weit einwerfen, zieht aber den nahen Einwurf vor, da die Franzosen auf hohe Bälle ihre Kopfballstärke ja eben erst wieder bewiesen haben. Ein Stolperer ohne Folgen von Meissen. Bammer. Oh, miserabel dieser Pass. Misslungen, hoffentlich ohne Folgen. Ferreri, Boucher, den man noch nicht viel gesehen hat. Im Gegensatz zu Amoros, der immer wieder gefährlich vorne auftaucht. Und dasselbe gilt es von Battiston zu sagen. Battiston, der hier durchläuft, dann Weber nicht vorbei. Fast vorbei, er war schon vorbei, aber Weber ist zurückgekommen. Und Sutter zeigt hier eine gute Leistung auf diesen hohen Ball hin. Und jetzt klatschen die Fans der Schweizer. Vorhin waren eben noch die vielen Franzosen im Stadion begeistert. Jörg Witzer, 28-jährig und trotzdem ist das heute sein erstes Länderspiel. Achtung, nicht händeln als hinterster Mann. Weber, gerade noch. Bammer. Und dann Vertus und Pichotta. Meisten. Die Franzosen haben das Tempo etwas erhöht und die Fehlpässe der Schweizer mehren sich, aber die Abseitsfalle steht zum Glück immer noch gut.